Was klappt, Leute? Wir sind wieder back in einer neuen Folge mit Assassin's Creed Odyssey. Weiter geht's. Ich bin nicht sicher, ob die Rüstung so geil ist. Also vom Design her. Aber ich behalte die erstmal. Weiter geht's. Wir wollten da ganz hoch auf den Berg, natürlich. Was auch sonst. Ja, in der letzten Folge haben wir hier das Grabmal des Tytios. Ja, ich sag mal, geklärt. Jetzt geht's weiter an, zwar auf diesen fetten Berg da oben. Das wird toll. Und dann gehen wir endlich mal der Hauptquest weiter nach, und zwar zu Elpenor, der Schlange. Und guck mal, dass wir den getötet kriegen und ihm seine Kultistenuniform, wie nennt man das denn hier? seine Maske und so bekommen. Ja, ist ja nur der Berg da oben, das ist ja nicht hoch, ne? Das ist ja easy gemacht. Notfalls kletter ich halt gleich. Und zwar jetzt am besten. So. Hoch da jetzt. Aber ich stelle mir das scheiße vor, wenn du so eine Felswand hochkletterst, ist es eh schon anstrengend. Aber dann noch in so einer fetten Rüstung ist bestimmt nice. Macht bestimmt Bock. Danach bist du zwar komplett kaputt, aber ey. Weißt du immer, was du geschafft hast? Das sieht schon schön aus, ne? Das Spiel sieht schon echt geil aus und ich meine, es ist ja nicht so alt. Ist ja, keine Ahnung, man kann das raus. 2016? Würde ich jetzt mal schätzen. Und das ist trotzdem immer noch sehr, sehr geil. Und macht immer noch sehr viel Bock. Deswegen werden wir es auch 100% durchspielen. Moin. Hallo? Na, mein Kleiner? So, zack. Anführender Jäger. Oh, ich erinnere mich an den Ort hier. Ich erinnere mich tatsächlich. Hier waren diese Jägerinnen. Das waren nämlich die Anführer der Jäger, die wir gerade getötet haben. Ich erinnere mich. Oder? Also kann auch sein, dass die mehrere Lager haben, die Jägerinnen, aber ich erinnere mich zumindest, dass die so ein rundes. Also halb nicht rundes Lager hatten, wie hier hinten, die Säcke meine ich zum Beispiel. Zack. Ja, komm du doch her. So, let's go. Kopf ab, würde ich sagen, ne? Jagdmesse. Brauchen wir denn noch Schätze? Brauchen wir noch geplündert? Da ist der eine. Und der andere ist da drüben. Warte mal, da können wir einfach hier außen rumgehen. Zack. Haben wir den auch erledigt? Schön. So, wir müssten. Theoretisch müssten wir da hinten hin. Ich guck mal kurz auf der Karte, was am meisten Sinn machen würde. Ja, theoretisch erstmal das Fragezeichen mitnehmen und dann darüber gehen. Ne? Also unten. Ach, guck mal, da unten ist ein Tempel. Hier springe ich mal besser nicht runter. Endet bestimmt nicht so gut. Frage ist, wie komme ich dann hier runter? Hier. Gar kein Problem, Alter. Bisschen Berg runterspringen. Noch niemanden geschadet. Weiter geht's. Naja, hör mal auf. Icarus brauche ich nicht. Ich finde den Typen Nikolaus auch so. Nikolaus warnte mich vor Schlangenglas. Schlangentempel. Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Oh, Riesenschlangenskelett. Stimmt, ich erinnere mich. Alter, das ist eine Riesenschlange, ne? Na, hier sind wieder Kultistenwachen, das geht mir so auf den Sack.
tot kommt, ich holen, Elpenor. Oh, dann sollten wir vielleicht doch erst nach oben gehen. Und uns das Ding holen. Die Schnellreise. Jetzt müssen wir dann nachher nochmal hochkraxeln. Meine Nase juckt schon wieder so, ey. Ich hasse das. Naja, dann gehen wir erstmal da hoch und holen uns die Schnellreise, dann gehen wir da runter und ja, machen mal die Schlangen fertig, ne? Komm schon, klettern! Alexios, kriegst du hin? Ist hier Alexios? Irgendwie so, oder? Alexios, ne, Alexios? Ne, ich glaube Alexios. Wenn's falsch ist, dann tut's mir leid, aber kann ich nicht ändern. Ach, ich dachte, man kann da ganz runterspringen. Ey, meine Nase. Hör auf. Ah, so, ich muss von da hin, okay. Da ist noch ein bisschen Holz, take ich. Man kann hier gar nicht ganz runterspringen, nur hier unter dem Baum, nein. Wie belastend ist das denn, Junge? Das ist ja richtig belastend, ey. Oh, da hinten ist noch irgendein Ort. Toll. Ich dachte, ich komme da irgendwie ganz runter wieder, wenn ich hier runterspringe, aber ja, das hat sie offenbar erledigt. Das heißt, ich muss hier ganz wieder runterklettern. Ja, ist ja auch mal ein bisschen abwechslungsreicher, ne? Ich würde mich erstmal um die Hauptwache hier kümmern, den Befehlshaber, weil der wird am meisten tanken. Der Rest ist nicht so wichtig. Denken auch, die sind hier safe, ne? Schön. Du bist bereit. Oh, ich bin sowas von bereit. Schön, 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 schön. Voll, voll. Schnell, holt Wasser. Du brauchst kein Wasser, du bist tot, Kollege. Theoretisch könnten wir jetzt schon reingehen, aber oh, die Wachen haben das mitbekommen. Tja, wenn die Wachen das mitbekommen haben, dann muss ich halt alle töten. Wie viele Wachen haben wir denn noch? 5. Ich sehe aber gerade nicht so viele. Oh ja, das hat wehgetan, oder Jungs? So, einer weniger. Der hat auch kassiert, sehr gut. Zack. Schön. Der hat trotzdem gelockt, der Penner. Ja, schön. Und weg. Noch 2 Wachen, die sehe ich auch schon da drüben. Perfekt. Die haben von dem Ganzen schon nichts mitbekommen. In den Arsch. Zack. Jawohl. Der ist auch tot. Sehr, sehr gut. Das schmeckt, Digga. Das schmeckt unnormal. Dann haben wir hier noch die... Digga, was ist das für eine Riesenschlange, ey? Dann haben wir noch die antike Tafel und dann noch einen Schatz, sehe ich hier schon mal. Oh, der andere ist... Ich glaube, der ist da drin, ne? Ja, der ist bei dem... Der ist bei Elpenor. Der Schlange. Ah, der Ort passt dazu ihm, ne? Mit dieser Riesenschlange hier. Die dann wohl irgendwie verendet ist.
Oder getötet wurde, ich weiß ja nicht. Das wissen nur die Götter, wie man so schön sagt, ne? Ich kann diesen widerlichen Schweinehund riechen. Oh, er hat mich aber auch gerochen anscheinend. Eine Schande. Wir hätten dich reich gemacht, bevor wir dich getötet hätten. Da siehst du, ihr hättet ihr also eh vor, mich zu töten, ne? Das ist nämlich, die zahlen viel, aber töten dich am Ende und dann kriegen wir das Geld eh wieder. Deine Mutter ist es, hinter der wir her sind. Meine Mutter wollt ihr also hören? Fragst du, warum wollt ihr meine Mutter, hä? Was hat sie euch getan? Sagt doch, was hat sie mir getan? Was hat sie euch getan? Der Kult bekommt immer, was er will. Wir haben Deimos. Wir finden deine Mutter und du wirst nicht überleben. Ja, du bist gerade gestorben, Kollege. Es ist ein Fehler, mich zu töten. Die auf Kefalenia so schön haben, war ein Fehler. Nur dank mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod. Aber warum? Welcher Kult? Wo sind die? Endlich leidet er. Endlich leidet er. Hat er so verdient. Ach, guck mal, was sind das? Das ist hier, um Gitarre zu spielen, ne? Wie heißen die Dinger nochmal? Die kleinen. So etwas wie die kleine Scherbe, die Elpenor bei sich hatte. Ach. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht brauche ich sie noch. Ja, brauchen wir safe noch. Die Kultstätte, wo wir mal drin waren am Anfang. Boah, 7000 EP, Digga. Neue Quest, Schlangennest. Sprich mit Herodos. Und den Ort haben wir auch abgeschlossen, toll. Mir ist gerade echt ein bisschen kalt. Nicht unbedingt so gut. So, dann haben wir das auch endlich mal gemacht. Wir müssten jetzt theoretisch wieder nach oben. Bevor wir das machen, könnten wir natürlich den ganzen Bereich nochmal abchecken. Frage ist, machen wir das jetzt oder nicht? Oh, das sieht gut aus. Saphire. Ui. Gucken wir mal. Komm, wir können ja erstmal ein bisschen die Map wieder clearen. Ich weiß, haben wir in letzter Zeit ein bisschen öfters gemacht, aber wir müssen es so oder so irgendwann machen. Also warum vor sich her schieben? Wie gesagt, ich spiele auf 100%, soweit ich kann. Oder versuch's zumindest. Da gehört das natürlich dazu, Leute. Ja. Gibt auch den einen oder anderen, der das auch feiert, also der das auch sich dann gerne ansieht, weil er es selber halt nicht so spielt. So. Bleib stehen. Was willst du machen, mir beide? Sehen wir aber gleich mal, Kollege. Guck mal, ich bin jemand, ich komme direkt durchs Tor, und zwar als Ein-Mann-Armee. Also hör auf zu heulen. So, du bist jetzt RIP und was ist jetzt? Wem machst du jetzt meine, hä? So, ich guck mir erstmal die Festung ein bisschen an. Auch wieder spartanisch, Leute, ne? Ich bin ja eigentlich auf der Seite der Spartaner, aber die wollen das nicht. Ah, das sind die Saphire. Die sind hier in der Festung. Sehr viele Hauptmänner hier. So ein Schatz. Noch ein Hauptmann, toll. Da wäre ein Eingang. Oder scheint es gewesen zu sein, okay. Wir haben soweit alles markiert, wir sind drin.
Jetzt am besten unentdeckt bleiben und alle nach und nach ausschalten. Scheiße, die hat mich gesehen. Das war nicht der Plan. Hat mich gesehen. Gut, das war jetzt überhaupt nicht der Plan. Okay, ich dachte, den kann ich dann trotzdem überraschen, weil der da so gechillt stand. Offenbar nicht. Das ist jetzt gut gelaufen. Wollen sie aber auch wissen. Einer tot, mehrere verletzt. Nein! Der nächste Anführer, toll! Und der nächste Lappen, toll! Ist hier unbedingt weg. Einer weniger. Oh nein, die haben Verstärkung gerufen. Scheißen, ey. So, das RIP. Jetzt kommt auch noch ein Söldner dazu, ich dreh durch. Alter, der Begabteste. Die Gegner hier. Schilder mal bitte alle, Junge. Ich kann zwar mit allen von euch aufnehmen, aber nach und nach bitte, ja? Stellt euch doch bitte mal an. Junge, was ist hier los? Dicker! Das ist ja unnormal. Ja, die ganzen Fetzen auf einmal besiegen ist nicht so optimal. Nicht ehrlich, Alter. Genau, die haben wir verloren. Junge, wie viele das noch sind, ne? Ah, die haben Verstärkung gerufen, ne? Schön in den Arsch. Nur der ist hart. Der Philoaus ist hart. Und
Genau, alle runter da. Oh nein, das ist der Begabte. Komm hoch! Vollidiot. Scheiße, die haben mich gesehen. Ich muss mich verstecken, Alter. Das sind viel zu viele gerade. Da kommen auch immer mehr an als Verstärkung wie dem Feuer. Kacke, Mann. Das sind viel zu viele, ey. Und ich hab schon so viel hingerafft. Ich muss mal kurz weg und regenerieren, ey. Das Feuer irgendwie löschen? Geht das? Keine Ahnung, Mann. Komm, geh da hoch. Kannst du nicht. Verdammt. Ich muss die einzeln ausschalten. Das sind viel zu viele, Alter. Guck dir allein mal den Trupp da hinten an. Was willst du da machen, ey? Ah, hier ist niemand, Kollege. Psst. Hier ist niemand. Ja, da hinten dreht sie eh gleich um, wenn ich da hingehe, ne? Ich kann's versuchen, ne? Hab mich da jetzt schon wieder gesehen. So, du bist weg. Also irgendwie auf die Mauern. Das war ein Befehlshaber? War vielleicht ein Befehlslappen, aber mehr nicht. Alter, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, Junge. Jetzt kommen auch die ganzen Söldner noch an, ey. Drei Stück. Seid ihr bescheuert? Genau, komm mal her. Ich muss die einzeln ausschalten, sonst habe ich irgendwann ein Problem. Ich weiß nicht, ob man das Feuer irgendwie deaktivieren kann, das wäre gut zu wissen. So, weg mit dir. Besser ist das. Junge. Die Festung ist nicht ohne. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass sie das Feuer angemacht haben und deswegen so viel Verstärkung kam. Ach nee, warum denn kein Holz? Holz wäre viel besser gewesen, Mann. Gut mit dir. Ich clear erstmal ein bisschen die Mauern. Wenn ich mir so einfach gesehen würden. Ich kann mich sogar noch an die Festung erinnern. Ich glaube, damals hatte ich hier auch absolute Probleme mit. Ah, shit. Ich dachte, er hat mich nicht gesehen. Ich kann doch nicht gegen so viele Söldner und Hauptmänner gleichzeitig kämpfen. Das geht aber nicht. Das schafft man einfach von der Waffengewalt nicht. Zack drauf. Alter, macht ihr mich fertig. Auch zum Feuer. Winkelste Anmaßen, natürlich, klar. Noch ein paar mehr, bitte. Bitte noch ein paar Söldner mehr, dass ich hier gar keine Chance mehr habe. Mann, wieder kein Feuer, kein Holz. Das ist ärgerlich. Ein Rätsel fehlt nur noch, dann habe ich die Festung schon abgeschlossen, theoretisch. Was ich gar nicht verstehe, weil hier ist noch ein Ah, ne, Polemare auch noch. Klar. Rätsel finden. Ich weiß, ich sehe das hier gar nicht. Und dann haben wir noch die ganzen Schätze hier, Alter.
Schatz. Schmeckt. Zweiter Schatz. Schmeckt. Oh, ein 16er Bogen. Wäre grundsätzlich gar nicht mehr so schlecht. Hätte ich mir den früher geholt. Söldner besiegt. Chani der Begabte, was? Wie Söldner besiegt? Ist der durch Gift oder Feuer gestorben oder so? Durch den Löwen ist er gestorben, oder? Ah ja, na klar, Level 20er Scharfschützen-Söldner. Klar. Ja, nee, macht Sinn. Hier auch noch einen fetten Level 20 Löwen dabei hat. Zwei sollten auf einmal, ist halt so frech, da kannst du halt echt nichts gegen machen. Vielleicht das Problem, wenn du hier gegen, wenn du hier so eine Festung annehmen willst, dann hast du irgendein Problem, ne? Zwar aktuell habe ich das Problem, dass es viel zu viele Gegner sind und zwar viel zu viele starke Gegner auch noch. Und das zu Lappen wären, okay, aber so starke Gegner, was willst du dagegen machen, Alter? Und dann noch die ganze Zeit Söldner, 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 Junge, hör doch mal auf mit den Söldnern. Die anderen Truppen reichen schon. Vollkommen, Junge. Guck dir das mal an da unten. Junge, ey, was soll ich da machen? Kriegskasse plündern mal erstmal. Da muss ich. Eigentlich muss ich erstmal die Festungswaren ausschalten, dass sie mich nicht herkommen. So, Startschatz, come on. Die Spartaner werden ziemlich wütend sein. Ja, eigentlich bin ich auf der Seite der Spartaner, das ist blöde bei dem Ganzen. So, der ist weg. Eine Wache weniger. Oh Gott. Level 17 kriegen wir easy hin. Noch ein Söldner? Junge, wie viele denn? Was ist denn los? Chill doch mal ein bisschen. Ihr hört mich nicht. Was ist denn los? Ich weiß nicht, was los ist. Schön, dass du mit dir selber redest, mein Freund. Was? Toll. Dann dreht er sich einfach um, der Idiot. Nicht dein fucking Ernst, dass du dich einfach umdrehst, du Penner. Dreht sich einfach um, der Penner. Wenn ich einen Attentat ausüben möchte. Was soll das? Bist du dämlich oder was? Wer hat dir denn erlaubt, dich umzudrehen, hä? Ich weiß nicht. Penner, Alter. Ich schätze, der Käufer hatte keine Lust, für die Steine zu zahlen. Kann gut sein. Ah ja, ich schaffe diese Vierer wieder noch als Aufgabe. Moin. Hab ich ganz vergessen.
Toll, dass du natürlich genau jetzt hier hochkommst, du Penner. Was soll das denn? Aber zum Glück bist du der Einfache von den Böden. So, der Anmaßende fällt mal ein bisschen tief, ne? Ist tot. Da wurde ja jemand zum Fall gebracht. Ich glaube, es ist der Flüchtige wohl entdeckt. Schön. Kann ich mal bitte so laufen, dass ich die angreifen kann? Steht da echt beschissen. Junge, ey. Nein! Jetzt bin ich auch noch, toll. Könnte es auch gerne auf Fernkampf regeln, ne? Stört mich jetzt nicht unbedingt. Löwe ist tot. Und, naja, die Olle da unten ist zumindest ein bisschen angeschlagen. Aber ihr seht, die tankt heftig. Das ist halt zwei Level über uns noch. Am besten eigentlich in Hinterhalt locken und Attentat machen. Das würde schon mal einiges bringen. Da kommt der nächste Söldner an, ich dreh durch. Ich will diese blöde Festung ein, ich bin bestimmt schon zu 10 Minuten dran. Ja, hättest du schwören können, ne? Boah, Junge, Alter, reicht! Okay, wir gehen auf Fernkampf mit der. Scheiß drauf, die ist ja übel stark. Spring da runter! Ja, brennen bitte, das tut uns allen gut. Ne, Nahkampf mache ich mit dir nicht, Kleine. Vergiss es. Das tue ich mir nicht mehr an. Das geht nicht gut aus. Bitte, was machst du denn, Alexios? Oh Gott. Sehr gut. Die packe ich nicht, Nahkampf. Die macht mich fertig. Die macht mich fertig. Was? Als ob die mich gesehen hat, die dumme Sau. Junge, Alter, die ist halt krass. Geh du mir mal nicht auf den Sack, Kollege. Alter, dass die auch immer Hilfe haben, ne? Die Penner. Ich muss es immer alleine machen gegen die ganzen Penner hier. Boah, die ist halt so krass schwer im Nahkampf. Ich mach dir gefühlt kein Damage. Die Belohnung lohnt sich am Ende. Ich glaube, das ist die Level 20, die wir vorhin gesehen hatten. Ne? Dann hat die einen neuen Bogen für uns. Tod bestätigen muss ich sogar. Ja, die hat den Level 20 Bogen für uns. Geil. Kann ich jetzt zwar noch nicht benutzen, aber. Den Bälle. Geh weg. So, einmal hier hoch.
Dann kann ich mir jetzt ja endlich die Saphire holen, oder nicht? Ich hoffe, es ist mir jetzt endlich vergönnt. Hier sind sie. Danke. Ein bisschen blutig, aber sie glänzen noch wie Saphire. Das Rätsel muss ich noch finden. Das haben wir da hinten. Okay, alright. Hol ich das und dann hau ich ab von der Festung. Die hat mich ja jetzt lang genug aufgehalten. Naja, also wirklich krass. Die Festung war nicht ohne, sagen wir es mal so. So. Alter. Wir haben hier noch eine Quest abzugeben, da oben noch eine abzugeben. Können wir alles machen, ne? Level 19, lit. Jetzt habe ich hier irgendwelche Wecke, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Junge. Ich hasse das. So. Das wäre auch nochmal gut. Oder das hier generell, glaube ich. Zack. Der Kriegerschaden klingt eigentlich sehr gut. So. Naja, ich kann ja hier kein Pferd rufen. Das wäre natürlich toll. Aber war hier nicht noch einer von den Pennern? War hier nicht noch ein Söldner? Ist der reingehauen? Oder wo ist der hin? Habe ich den nebenbei aus Versehen getötet? Der war doch ein Low-Level-Söldner noch. Warte ich doch. Wo ist der hin? Naja, Sperrgebiet. Hör auf zu heulen. Du stehst hier im Weg. Das ist mein Pferd. Let's go. Ja! Ja! So. Ella. Synchronisieren auf der Hütte hier. Schöner Ort eigentlich auch. So. Und auf geht's. Was ist denn hier als nächstes in der Nähe? Das wäre hier unten einmal. Dann gehen wir doch mal dahin, würde ich sagen. Militärlager, nehmen wir mit. Zack. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Meinst du? Reicht nicht. Reicht. Okay, hat geklappt. Ist vorher schon verbrannt. Ach du Scheiße, Junge. Geh weg! Geh doch weg! Schön. Tja. Ihr seid gleich längst tot. Zu
tut mir echt leid, dass wir die Spartaner töten müssen, ne? Weil eigentlich wollte ich mich auf die ihre Seite schlagen. Oh. Ah, manchmal schieße ich leider drüber, weil ich direkt auf Header gehen möchte, aber bei diesen großen Schilden ist es immer ein bisschen schwierig, finde ich. Wer kommt da ran? Ist da irgendein Befehlshaber hier an oder was? Jetzt kommt hier auch noch ein Söldner an, ich dreh durch. Level 21 Söldner. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ich muss sie wieder einzeln ausschalten. Ja, Digga, zwei Befehlshaber und ein Level 21 Söldner chillen einfach zusammen und der hat auch noch einen Wolf dabei. Was sehe ich das? Schätze, nehme ich mit. Vielleicht Besuch. Das habe ich nämlich ja noch gesehen. Eieieiei. Kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, ich habe hier ein Tier. Warte, ich bitte um die. Ach, Ticker! Ich kann doch nicht die ganze Zeit so High-Level-Typen kämpfen! Oder was heißt High-Level? So Befehlshaber und so. Der hat ein Schild über sich. Der ist smart. Komm, Fall! Schön. Oh, das ist immer schön. Fallschaden ist immer sehr viel hier. Reizen wieder auf die Presse und verreizen. Okay, der eine Söldner, der ist hier easy, Level 17er. Aber der andere, Level 21, fällt schon hart, ey. Oh, das war sehr gut. Da hat er richtig viel Fallschaden kassiert. Der Turm ist halt so stark. Man muss halt einfach nur seine Umgebung nutzen. Damit war es das. Das arkanische Monster habe ich besiegt, na klar. Alter Junge, ey. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, was ich bekommen habe von denen. Gefällt mir der Loot. Geil, Alter. Alter, was war das denn gerade schon wieder für ein... Ja, für ein Fightcamp hier. Oh, mein Arsch tut weh. Nicht unbedingt optimal. Wir müssen eh darüber. Mannschaft gesucht. Okay.
geh da mal hin. Die Besatzung fiel den Hain zum Opfer. Löwenfangzahn, schmeckt. Oh, Alter. Sod brennt seit einer Stunde oder so. Sag mal so. Ist nicht unbedingt optimal. Aber Hai hat er gesagt, ne? Dann geh ich mal lieber auf den Speer wieder. Tot. Okay, wir haben gefunden, was wir wollten. Hast du eine Schatz? Da ist der andere. Der andere Schatz. Perfekt. Oh, und sogar noch mal bessere Hüftrieben. Gucken wir mal. Moment. Ja, nehme ich. Nehme ich gerne. 18er Schuhe, die sind 21 besser. Was bei Schuhen schon mal nicht schlecht ist. Was denn? Okay, wild. Oh, 16er Golden, also liegt der Tor, so bringt mir gerade nichts. Die sind immer nice. Ja, gut, ne, die machen jetzt, was macht das denn? Attentat, kritische Treffer. Sekundengift. Dolchschaden. Auch das ist gut. Jägerschaden, ja. Ich würde sogar die Kapuze nehmen, wegen dem Dolchschaden 6%. Wir spielen aktuell viel mit dem Dolch. Macht, glaube ich, Sinn. So. Achso, warte, ich wollte ja gucken, wo ich hin muss. Achso, das war's mit der Quest schon. Achso, ich dachte, die wäre hier drüben. Ja gut, dann ist es ja erledigt. Dann muss ich ja nur darüber. Beziehungsweise, wo wollten wir eigentlich nochmal hin? Wir können hier mal zwei Quests dann gleich abgeben und dann da hochgehen. Das wäre, glaube ich, optimal. Gehen wir noch schnell da drüben zu dem Fragezeichen und dann machen wir das so. Let's go, Alter. Dann ist die Folge auch schon wieder fast vorbei, sehe ich gerade. Krass. Das ging jetzt aber mal schnell. So, Pferd, komm her. Let's go. So. Hier ist noch ein Spielerlager. Fangenbefreiung habe ich erledigt, klar. Aber noch zwei Schätze gibt's hier. Die fighten. Ich lasse die gerne auch fighten, ne? Ich würde mal ganz kurz gucken, wo die Schätze sind. Da ist der eine. Oh, ich wurde entdeckt. Schade. Na, kommt doch her, Jungs. Was ist euer Problem, ne? Aber die Penner wollen mich vergiften, ey. Oder die vergiften, wie er gesagt. Oh, ich dachte, du bewegst dich. Was ist das denn? Bleib dir einfach stehen, Alter.
So, das war's. Ein paar Lappen hier. Haben wir jetzt schon wieder gesehen. Sag mal. Komm noch her. Ups. Ach Digga, ich geh da jetzt rein. Nerv doch. Stipp jetzt. Zack. Lass dich auch gern kämpfen. Ich wollte eigentlich nur... Wow. Die leeren Käfig öffnen, hat richtig gelohnt, ey. Ich wollte eigentlich nur die beiden Schätze noch holen. Jetzt gehen die mir auf den Sack, die Penner. Was soll das? Der eine Schatz ist hier. Und der andere ist wo? Da drüben, okay, alright. Dann holen wir uns den auch nochmal schnell. So. Ach, der ist hinten direkt. Perfekt. Ja, dann war's das hier auch. Ist auch nochmal schnell auf den Sack. Wenn du willst, dann leg die nicht mit mir an. Also, teleportieren kann ich mir wahrscheinlich nicht aus dem Lager hier, ne? Muss erstmal rauslaufen. So. Dann würde ich sagen, theoretisch, ja, scheiß drauf. Da gehe ich jetzt nicht nochmal extra hin. Wir teleportieren uns mal in die Stadt hier und geben mal die zwei Quests ab, die wir da haben. Haben wir das auch schon mal erledigt? Boah, ich bin langsam echt kaputt, ne? Und wir haben noch so lange vor uns. wo ist denn die andere Quest? Hä? Hallo, Moment. Das habe ich sogar gesehen. Ne, wir haben noch, warte mal, wir sind jetzt. Ja, sagen wir mal so. 9, 10 Stunden haben wir noch vor uns. Vielleicht noch 11 oder so. Je nachdem. So, Auftrag erledigt. Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Geeky? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Tja. Meine Güte. Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Oha. Wo sind sie? Tja. Die sind tot, alle. Sie sind tot, verstanden? Und dein Schiff ist gesunken. Oh, meine Geeky. Ja. Ich habe nur ihr Armband gefunden. Geeky. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Nö. Ohne Schiff? Keine Schiffsführerin. Oh, wir können jetzt die in unsere Besatzung holen. Warum nicht? In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff. Aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Alles klar. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie trägt den Namen Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführer. Mega. Die, ja. Die ist ja sehr sympathisch. Ne? Okay, da hinten 1000 Meter, ey. Ich dachte, das wäre in der Nähe gewesen. Ne, warte mal, ist das eine andere Quest, oder? Ja, aber hier, die Quest würde ich gerne abgeben. Das sind noch keine 1000 Meter, oder? Ne, das sind 200 Meter, ich wollte schon sagen, ey. War jetzt hier fast verarscht worden. Hier ist noch ein Söldner. Die können wir uns auch noch vorknöpfen, je nachdem, wie stark der ist. Auf Level 21 hätte ich jetzt nicht nochmal Bock, aber... Aber alles andere nehme ich gerne dankend an. 17, ja komm. Warum nicht? Das Weg. Die immer diese fetten Schilde tragen müssen. Das geht mir richtig auf den Sack.
bekommen. Auf die Fresse, Kollege. Da ist blöd, wenn man brennt, ne? Hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. So, hast schon mal Half-Life. Easy. Boah, das ist ein richtiger Penner, Alter. Er wirft eine Bombe und dann packt er direkt das Schild wieder aus. Der Sack. Okay, ja, wir haben ihn gleich. Easy. Zack. Uiuiui. Beruhig dich, Kollege. Was ist da los? Hey, was ist da los? So. Parieren! Lange hältst du das nicht durch. Weil du kassierst, Kollege. Ist ja egal, wie lange ich das durchhalte. Du bist tot, mein Freund. Oh, nehme ich mit. Level 17, also falsche Richtung, moin. Wir sollten schon die richtige gehen. Gehen wir die Quest nochmal ab, melde ich bei der Kontaktperson in Kirka Pokis. Alles klar. Machen wir das doch mal schnell. Das Ding ist, die Quest haben wir schon vor so langer Zeit angenommen. Ich weiß gar nicht mal, was es ging. Wenn ich ganz ehrlich bin. Boah, Alter. Ich bin halt echt müde, Mann. Der Alkohol. Ich glaube, es liegt am Alkohol. So, Quest abgeht. Ich habe einmal im Schlafen eine Quest abgegeben und hat mir einmal dafür 1740 Drachmen begeben, während er gepennt hat. Das nenne ich Skill, Alter. So, wir können nochmal zu dem Typen gehen. Würde mich mal interessieren, wie es da aktuell aussieht bei dem. Was der so am Start hat und was wir vor allem an dieser Währung haben. Weiß ich gerade auch nicht mehr genau. So. Der nächste Söldner, ich könnte Blut pissen, Alter. Guck ich mal kurz an. Level 80, 18. König der Gifte. Oh, ich hätte einen Akt machen sollen, ich bin voll Idiot. Oh, das ist. Dieser Jägerpfeil ist echt gut, Mann. Der macht so viel Damage, das ist echt entspannt. Hä? Ich kann gerade nicht mehr. Ich konnte gerade irgendwie nicht mehr richtig kämpfen. Ey, der wollte den Bogen nicht mehr weglegen. Was mich natürlich jetzt in eine blöde Lage gebracht hat. Der König der Gifte macht echt viel Giftschaden, ey, der Penner. Aber weit gebracht hat er es halt auch nicht. Moin! Das nur, das habe ich schon. Gürtel des Reisenden habe ich natürlich schon, klar. Ui, Armschienen. Oh, wer bist du, Alter? Enigma. Stab, legendär, Alter, der wäre anders, Todd. Das hier wäre auch nice, aber ich habe 16 von den Dingern. Das ist jetzt nicht unbedingt optimal. Also 20 bräuchten wir mindestens, okay. Krass. Das heißt, das ist aktuell absolut nicht worth. Ich meine, gut, 4 Stück fehlen noch. Das ist unser Schiff, ne? Das chillt da hinten einfach. Gut, gut. Dann gehen wir mal hier hin. Wir haben hier Schlangennest-Quest. Ich würde aber erstmal die eine abgeben. So. Und dann, ja, die Schlangennest-Quest würde ich dann in der nächsten Folge angehen. Aber wir geben erst mal die Quest hier ab und dann beende ich die Folge mal. Herodos, mein Freund. Kehr zu Photios zurück. Okay. Auf zu Photios. Photios, was kannst du mir bieten?
Dun, dun, dun. Komm hierher, du rückgratlose Qualle, du. Hallo? Gute Neuigkeiten. Ich hab sie. Sollte ich fragen, warum sie blutig sind? Wer genau war das nochmal? Die waren nicht gut als Diebe. Du sagtest, du machst es umsonst. Doch wir wissen beide, dass das Quatsch war. Ach, das war der Bree. Das. Kehre, alter Mann. Sehr gut. Hier ist ein kleines Stück aus der Schatzkammer. Niemand wird es vermissen. Danke. Hoffentlich, sonst musst du einen anderen Söldner hinter mir herschicken. Kehre, Photios. Wenn du jemals diesen alten Hund Markos wieder siehst, sag ihm, du verlangst einen Mindestlohn. Ja, dankeschön. Boah. Alright. Dann vielen Dank fürs... Was? Neue historische Ort entdeckt. Fels der Sibylle. Aber ich war doch schon mal hier. Oder hab ich das jetzt erst durch diesen Erforschermodus freigeschaltet? Also das ist die geheime Kammer. Nicht gerade unauffällig, oder? Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed Odyssey. Die ich natürlich jetzt auch im Anschluss aufnehmen werde, beziehungsweise ich werde mich kurz ausruhen, dann geht's weiter. Also bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein und ciao, Alter.